Du lernst, wie du den Faktor Autorität deiner Webseite im Kontext Your Money, Your Life überprüfst. Das Ganze ist als praktische Off-Page-Checkliste realisiert, die du noch heute umsetzen kannst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal unterhalten wir uns über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge unterhalten wir uns über die Off-Page-Faktoren von EAT bzw. Autorität und zur Einstimmung ein kurzer Quote. I asked Gary Iles about EAT. He said it's largely based on links and mentions on authoritative sites. In example, if Washington Post links mentions you, that's good. He recommended reading the sections in the quality rater guidelines on EAT as it outlines things very well. Und das ist ein Quote von der Mary Haynes, ist eine wirkliche Expertin für das Gebiet EAT. Und heute schauen wir uns eben richtig cool als Checkliste das Ganze an. Und wir starten mit Punkt 1, und zwar: Ist mein Linkprofil konkurrenzfähig? Und Tools, was ihr da verwenden könnt, ist so ziemlich jeder Backlink-Checker, der was irgend so einen Domain-Autoritätswert hat. Und wir schauen uns das jetzt kurz an bei Evergreen Media. Und wir sind jetzt da im Ahrefs Keywords Explorer, und ich erkläre auch kurz, wieso wir im Keyword Explorer sind. Was ich immer mache, um zu prüfen, ob jetzt wirklich so in dieser Nische können wir da mit der Autorität her mithalten, ich schaue mir einfach dieses ultimative Main Keyword an. Das wäre jetzt in unserem Fall SEO, und wenn wir jetzt da runter scrollen, dann kriegen wir die Top 10, und für die Top 10 sehen wir jetzt schön die Domain Ratings, und wir ranken da jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, auf Platz 6. Und da sehen wir schon, mit Domain Ratings 57 sind wir eher am Lower End. Wie gesagt, 121 Watt hat auch so wenig, aber da wirklich nächst Schwächere hat mehr als 10 Punkte mehr, was auf diesem Level natürlich extrem viel ist. Das heißt, es macht durchaus Sinn, vielleicht für Evergreen Media noch mehr Links aufzubauen. Was wichtig ist, in diesem Kontext zu verstehen, ist, du kannst Expertise, also sagen wir mal Spezialisierung, ein bisschen aufwiegen mit Domain Authority. Das heißt, sonst könntest du ja nie in irgendeinem Bereich Amazon schlagen, aber der Amazon ist ein Generalist und du bist ein Spezialist. Das heißt, wenn du ein Spezialist bist, brauchst du prinzipiell ein wenig weniger Domain Autorität, um zu ranken. Aber es ist ganz wichtig, dass man da eine Einschätzung kriegt und weiß, wie lange macht es wirklich Sinn, Links aufzubauen, bis man eben konkurrenzfähig aufgestellt ist. Dann unser Punkt Nummer 2 ist eben Backlinks von Top Publishern, und mit Top Publishern meine ich wirklich bekannte Marken, und sind solche Links vorhanden. Und kurz nochmal um diesen Begriff bekannte Marken: Wenn Leute, die nicht in diesem Bereich sind, diese Seiten kennen, dann ist es wirklich ein Top Publisher. Und wir springen jetzt da bei Evergreen Media in die Backlinks-Übersicht rein. Und dann ist eh schon alles sortiert, eben in dem Fall jetzt noch URL-Rating, aber URL-Rating ist meistens einfach die stärksten Backlinks, die du hast. Wie gesagt, nicht vom Domain-Rating her, aber von einer Seite, wo tatsächlich Juice vorhanden ist. Und wenn wir da jetzt so durchgehen, nachher und wirklich mit dem Hintergedanken, hey, jemand, der nicht in der SEO-Branche ist, kennt der diese Seiten? Und dann wird es halt, wie gesagt, das zähle ich nicht als Link, weil der ist No-Follow. Wie gesagt, da wäre es vielleicht geschickt, noch hier Linktyp auf Do-Follow einzustellen. Wie gesagt, es gibt den Linktyp Do-Follow nicht, aber ohne No-Follow nennen wir das. Jetzt gehen wir es mal durch und so weiter. Theoretisch wahrscheinlich manche Leute könnten WP Engine kennen, weil es einfach ein extrem großer Host ist. Dann, wenn man aus dem Marketingbereich kommt, könnte man Ten kennen. Dann 1&1 bzw. IONOS könnte man kennen und so weiter. Aber prinzipiell, wie gesagt, für SEO ist EAT jetzt nicht so wichtig. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt in einer Zeitung landen. Ich brauche jetzt nicht, keine Ahnung, in Österreich im Standard publiziert werden zum Thema SEO, damit ich ranken kann. Aber einfach, dass ihr versteht, wenn ihr in einer Your Money or Your Life Nische seid, dann ist es wichtig, diese Links von diesen Top-Publishern zu kriegen. Dann unser Punkt Nummer 3 ist: Sind Backlinks von absoluten Nischenautoritäten vorhanden? Wie gesagt, ich schaue mir das wieder gern an in Ahrefs, und wir haben uns das jetzt eh schon ein bisschen angeschaut, aber ja, das heißt, Right ist in der SEO-Nische eine absolute Autorität. Haben wir einen Follow-Link. Advanced Web Ranking
Zungenbrecher überhaupt nicht, aber ich kann einfach nicht so gut sprechen. Haben wir einen Link. Dann 10, absolute Autorität in der SEO-Nische. Schauen wir ein bisschen weiter noch. Und so weiter. Onlinemarketing.de und so weiter. Wie gesagt, da geht es nicht darum, dass ich der Meinung bin, dass diese Seiten das beste SEO-Wissen haben, aber Google ist der Meinung, dass die für Keywords wie SEO oder Suchmaschinenoptimierung ranken sollten. Das heißt, solche Links sind vorhanden. Das heißt, sehr positiv für mein Eid. Natürlich, alles, was wir uns, diese drei Punkte, die wir uns angeschaut haben, ist sehr wichtig, dass man das im Vergleich zur Konkurrenz, alles im SEO ist immer im Vergleich zur Konkurrenz. Deswegen sage ich das sogar nicht explizit. Dann unser Punkt Nummer 4 ist, sind Backlinks von staatlichen, staatsnahen Websites oder Bildungseinrichtungen vorhanden? Und da gibt es in Ahrefs eine praktische Übersicht, nämlich hier auf der Seite im Regierungsnah haben wir keine Links, aber Educational haben wir 2 Links. Springen wir da rüber und dann sehen wir schon, wenn man da klickt, sehe ich jetzt genau, auf welcher Seite dieser Link ist. Da hat mir irgendjemand zitiert aus dem Bereich Hotelmarketing und wenn wir jetzt hier klicken, dann ist unser Glossar verlinkt worden. Das heißt, 2 solche Links haben wir. Ist es jetzt so, oh mein Gott, Edu oder .gov-Links haben irgendwelche magischen Wirkungen? Nein, aber diese Seiten werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich von Google in dieses Trusted Set gerechnet. Das heißt, das sind Seiten, denen sie, sagen wir mal, fast zu 100% vertrauen. Dementsprechend, wenn ich einen Link von denen kriege, bin ich sehr nah am absoluten Trusted Set dabei. Das heißt, sehr positiv für mein Eid, beziehungsweise den Part Autorität aus Eid, nicht fürs komplette Eid. Passt. Dann Nummer 5. Sind eben monatliche Markensuchanfragen im Vergleich zur Konkurrenz und deren Entwicklung. Ich kenne niemanden, der sich jemals über dieses Thema irgendwas publiziert, aber das ist ein Faktor, den wir immer prüfen, weil es einfach wichtig ist für Google, was ist das für ein Signal, wenn zum Beispiel meine Marke oft gesucht wird. Das ist ein fantastisches Signal, um zu erkennen, ob das was Vertrauenswürdiges ist, was User wollen. Und die Entwicklung sagt voll viel aus über die Entwicklung der Marke. Und das schauen wir am liebsten an im Keyword Finder, weil die Übersicht so schön ist, meiner Meinung nach. Es gibt andere Keyword Tools, mit denen ihr euch das anschauen könnt. Aber wenn wir jetzt da reinspringen, dann haben wir jetzt, wie gesagt, wichtig ist jetzt, wir haben jetzt nur Evergreen Leerzeichen Media. Ich würde auf jeden Fall auch zusammengeschrieben nochmal mir anschauen bei Markensuchanfragen. Und dann sehen wir, das wird jetzt alles zusammengezählt, sagen wir mal 750 mal circa, genau sogar gesucht, wie gesagt, ich habe jetzt gemeint, und was ist wichtig ist, was meiner Meinung nach noch viel mehr Bedeutung hat, weil es auch bei Linkaufbau ist ja auch voll wichtig, dass dieser Trend vorhanden ist, dass man laufend gute Links dazu kriegt. Das ist einfach dieses Link-Velocity, das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das Gleiche ist für Markensuchanfragen. Und da sieht man voll schön von Jahr zu Jahr, wie sich das Ganze entwickelt hat und dass das offensichtlich eine Marke ist, die an Popularität gewinnt. Super positiver Faktor, feine Sache. So, dann Punkt Nummer 6. Wie sehen die Bewertungen im Internet zur Marke aus? Und was ich mir noch gerne anschaue, ist sowas wie Google My Business, Kununu, also für Mitarbeiter, Trustpilot, Proven Expert, Trusted Jobs. Man kann auch in Foren nachschauen und jetzt denkst du dir, aber wie schauen wir das an? Natürlich gibt es solche irgendwelche Social Listening Tools, wo man das alles analysieren kann, bla bla bla. Aber das Einfachste ist einfach nach der Marke zu googeln und sich die Ergebnisse anzuschauen, weil Google macht das eh schon super. Ich habe jetzt einfach nach Evergreen Media gesucht und dann sehen wir hier schon voll viel positive Rezensionen, Bewertungen bei Google My Business und wie gesagt, jetzt schauen wir noch irgendwas, wo nur eine Bewertungsplattform ist, positive Bewertungen bei Kununu und so weiter und dann kriege ich schon ein Gefühl, wie ist das Sentiment rund um meine Marke und da könnt ihr jetzt unendlich tief reinbohren mit besten Listen und was sagen Leute in Foren und wird mir empfohlen und so weiter und so weiter. Aber das ist auch wieder ein Part dieses Checks. Dann unser Punkt Nummer 7, wird die Marke oder werden Autoren auf bekannten Websites
erwähnt. Und was ich da ganz gerne mache als Ansatz, ich mache das jetzt nur mal für unsere Marke, nicht für alle Optionen dieses Planeten, nämlich nicht auch für die Autoren, ist, ich tue einfach die Marke unter Anführungsstrichen, also Exact Match, und dann sage ich minus meine eigenen Seite, das heißt, Ergebnisse von meiner Seite sind ausgeschlossen, minus Facebook, minus Instagram, minus Twitter, minus YouTube, wie gesagt, da könnt ihr jetzt noch viel mehr Minus machen, damit diese Seiten nicht gelistet werden, und dann kriege ich eigentlich eine schöne Liste. Ich sage, jetzt könnte ich wahrscheinlich Kununu, Xing sollte ich noch reinhauen und so weiter. Und dann kriege ich eine Liste, wo diese Marke noch erwähnt wird. Wie gesagt, LinkedIn gehört natürlich auch ausgeschlossen und so weiter. Ich habe das jetzt nicht, wollte es nur als Beispiel machen. Und dann kriegt ihr, wo wird diese Seite noch erwähnt? Weil es geht ja nicht nur heutzutage um Backlinks, also um Verweise, wo wirklich jetzt ein Link ist, sondern auch Erwähnungen auf dieser Seite in einem Kontext. Das heißt, es ist für meine Marke bzw. für meine Rankings auch wertvoll, wenn Evergreen Media im Kontext SEO verlinkt wird oder Online-Marketing oder Inbound-Marketing, was auch immer, auch wenn da kein Link ist. Natürlich, ein Link ist immer besser, weil da fließt der Juice, aber trotzdem hilft es Google einzuschätzen, wo ich relevant bin, und hilft mir so, bessere Rankings aufzubauen. Und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 8, und zwar den letzten Punkt, und zwar, ist ein Wikipedia-Eintrag zur Marke oder zum Hauptautoren vorhanden? Überraschung, Überraschung, zu Evergreen Media und zu Alexander Russ gibt es leider keinen Wikipedia-Eintrag. Und wie man das sucht, ist einfach, man sagt, Seite:Wikipedia.org, das heißt alle Unterseiten von Wikipedia, und sucht einfach nach der Marke, bam, sieht man sofort, dass es gibt andere Firmen, die auch Evergreen Media heißen, aber leider kein Alexander Russ und kein Evergreen Media auf Wikipedia. Wäre natürlich eine wahnsinnig wichtige Sache, einfach aus Sicht des Vertrauens, aber natürlich auch aus Sicht, dass man im Knowledge Graph angezeigt wird. Aber ihr seht, das ist alles verknüpft. Das heißt, wenn du ein extrem hohes EAT hast, dann bist du auch im Knowledge Graph vertreten. Sonst, wenn du kein extrem hohes EAT hast, bist du halt nur im Knowledge Vault vertreten, den was eh keiner sieht. Das heißt, das ist dann nicht so cool. Und damit, das waren schon die 8 Punkte für einen professionellen Autoritätscheck im Kontext Your Money or Your Life. Wie gesagt, dieser Check ist auch interessant für Seiten, die jetzt nicht Your Money or Your Life sind, weil es einfach für jeden wichtig ist und EAT eigentlich für jeden ein Thema ist. Nur für manche ist es ein wichtiges Thema. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns eben über das Thema Expertise, und da schauen wir uns an eben die Inhalte, die Nutzerzufriedenheit und die strukturierten Daten. Ist auch nochmal voll cool und auch nochmal voll wichtig. Wie gesagt, jeder Part von diesem Audit, jeder Checklistenpunkt habe ich mir sehr gut überlegt. Man könnte jetzt natürlich noch sehr viel mehr Checklistenpunkte reinhauen, aber das sind wirklich die absolut essentiellsten Sachen, damit du deine Webseite verbessern kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und vielen, vielen Dank fürs Zusehen, und bis zum nächsten Mal. Ciao.